Joho, Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. So, im letzten Part haben wir uns die Taschen vollgestopft mit Kirschen, Dinge verkauft und eine wunderschöne Babyhaube gefunden, die uns ganz wundervoll steht. Und dann haben wir das Museum entdeckt und da werden wir jetzt doch mal reingehen. Das ist ein Eulenmuseum, da ist eine Eule obendran. Und eine Eule ist drin. Hallo, Olli. Als Nachteule bin ich tagsüber immer etwas schläfrig, müssen Sie wissen. Willkommen im Museum vom Pilzdorf. Sind Sie nicht die neue Bürgermeisterin? Ich bin Eugen, der Direktor dieses Museums. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wir beherbergen hier Ausstellungen aus den Bereichen Archäologie, Naturwissenschaften und Kunst. Immer wenn ich den Schnabel aufmache, sprudeln die Worte wie ein Springbrunnen aus mir heraus. Tut mir leid, ich werde versuchen, mich zu bessern, aber sobald meine Gedanken Fahrt aufnehmen... Also gut, ich fange noch einmal von vorne an, weil ich reden kann und ich rede gerne. Ich mache übrigens Let's Plays, aber nur in der Nacht. Hey, das kommt mir bekannt vor. Diesmal werde ich mich kurz fassen. Dieses Museum stellt Insekten, Fische, Fossilien und Kunstwerke aus. Und all das tun wir im Pilzdorf, zu einer aufregenden Stadt zu machen. Im Moment haben wir doch ein kleines Problem. Die Zahl unserer Exponate beträgt null. Das ist mir wirklich peinlich. Aber vielleicht können Sie uns helfen. Ja, das können Sie. Und zwar, indem Sie dem Museum neue Ausstellungsstücke zur Verfügung stellen. In diesem Fall wäre ich Ihnen stellvertretend für ganz Pilzdorf zu allerherzlichen Dank verpflichtet. Habe ich aber leider nicht dabei aktuell. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich kann auch die Fische, die ich fange, zu ihm bringen. Okay. Fische, Insekten und andere Ausgrabungsgegenstände. Wir haben ja jetzt eine Schaufel, da können wir ja ausgraben. Ist das Postamt? Das bringt uns noch nicht so viel. Da sind... Ach ja, wir sollten ja nochmal zu Immonuk gehen. Ich würde ja gerne wissen, wie viel ich ihm schulde. Willkommen, willkommen. Oh, willkommen, Honey. Hast du alle Vorbereitungen für deinen Umzug getroffen? Ich habe schon mal ausgerechnet, wie viel das Ganze kosten wird, Honey. Ja, ja. Wir können dir natürlich erst ein Haus bauen, wenn du uns den Auftrag gegeben hast. Hm? Für die Anzahlung brauchst du gerade mal lächerliche 10.000 Sternis. Ah. Okay. Sehr gut. Der erste Spatenstich wird gemacht, sobald du die Anzahlung geleistet hast. Hm? Keine Sorge, keine Sorge. In dieser Stadt gibt es viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Du kannst Früchte und Muscheln sammeln und sie in der Fundgrube verkaufen, ja? Mit dem Geld kannst du dir im Laden einen Kescher oder eine Angel kaufen, ja, ja? Damit kannst du Insekten und Fische fangen, die du dann wiederverkaufen kannst. Ganz einfach, hm? Besser, als nach einer schlecht bezahlten Teilzeitstelle zu suchen zu müssen, ja? Ja, ja. Komm dann einfach wieder zu mir, wenn du 10.000 Sternis gespart hast. Viel Glück, viel Glück. Ich hätte mein Geld vielleicht doch lieber sparen sollen. Der Briefkasten ist hübsch, die Tür ist hübsch. Ob man hier so auch Sachen kaufen kann? Sein Haus so erweitern kann? Vielen Dank. Uiuiui. Ist noch ganz viel zugenagelt. Oh, was ist das? Eine Fotobox. Foto aufnehmen für 500 Sternis. Lieber nicht. Momentan sehen wir nicht gerade so aus, als sollte man ein schönes Foto von uns machen. Jetzt, da geht es noch nirgendwo hin. Das ist irgendwie zu... Das ist noch eine weitere Stadt. Das ist ein Symbol mit Häusern drauf. Naja, wir werden es sicherlich eines Tages in Erfahrung bringen. Was Neues, Neues am schwarzen Brett? Nö. Oh. Da ist wieder unser Leonardo. Ah, Honey, bist du immer noch unterwegs? Hm. Was gibt's denn? Unterhalten wir uns. Hier, Tipp vom Fachmann. Wer auf eigenen Füßen stehen will, braucht Ausrüstung. Du weißt schon, Kescher, Angel, Schaufel, sowas in der Art. Mit dem Kescher kannst du Käfer fangen, eine Angel, Fische. Ja, da staunst du was. Jedenfalls kannst du Käfer und Fische in der Fundgrube verkaufen, wenn du in Geldnöten steckst. Eugen wirbt ja immer dafür, dass man solche Sachen dem Museum spenden soll. Erwarte nicht, dass der alte Knaus dir auch nur einen Sterni für irgendwas zahlt. Die Schaufel ist auch praktisch, falls man mal ein Loch graben will. Zum Beispiel an Stellen, an denen du ein Sternchen auf dem Boden siehst.
Da liegt dann nämlich was vergraben. Also sieh zu, dass du dir sowas anschaffst, Groll. Ausrüstung gibt's in Schlepp- und Apps-Laden auf deinen Kaufsmeile. Groll. Also, möglichst bald Ausrüstung kaufen, du Anfänger. Lass das Jahr nicht zu lange schleifen, hörst du? Ausrüstung ist wichtig, du Noob. Man muss schließlich stets auf alles vorbereitet sein, Groll. L2P-Mann. Okay, vielen Dank. Sie sind sehr zuvorkommend, sehr freundlich. Oh, hier gibt es noch mehr Kirschen. Wir haben aber gar nicht mehr so viel Platz im Inventar, um hier ständig alles zu sammeln und mitzunehmen. Wir sollten uns auf die wertvollen Dinge dann beschränken. Dieses Haus ist so hübsch. Also, Leo mag ja einen etwas mieseren Charakter haben, aber er ist gut eingerichtet. Oder war das das Haus vom Frosch? Das war der Frosch, der Wunsch, der Quest, der Frosch. Was mache ich? Wie mache ich das denn jetzt? Nee, das so nicht. Ja, oh, läuft. Oh. Schau mal, ich habe ein Fossil ausgegraben. Ich sollte es sofort zum Museum bringen, um es dort untersuchen zu lassen. Ja, warum denn auch nicht? Oh, da ist eine leuchtende Kirsche. Wegstecken? Halt, A drücken. Kann ich irgendwie die Kameraperspektive ändern? Das ist ja doch... Eine? Was ist das? Die leuchtet. Ablegen. 1A-Kirsche. 1A-Qualität, ja? Okay. Hallo, Günther. Oh, ist ja nicht süß. So ein kleiner, süßer Günther. Warum hast du dich etwa bei mich lustig? Ja, ich muss noch wachsen. Du kannst mich ja ruhig mal gießen. Nee, eine Gießkanne habe ich noch nicht, aber ich habe hier schon Leute mit Gießkanne rumlaufen sehen. Die kümmern sich aber nicht um mich. Die lassen mich hier verdorren. Ich will aber nicht verdorren. Die Sonne strahlt auf mich runter. Knallhart, du. Die kennt doch gar keiner Baum hier. Und nachher wachsen mir noch Pilze an der Rinde, weil das heißt ja hier Pilzdorf. Weh, ich sag's dir, wenn du hier Pilze an mich dran wachsen lässt, die dreh ich durch. Keine Sorge, Günther. Wir kümmern uns schon gut um dich. Ja, ja, sag's dann halt wieder ab. Angeln. Angeln fände ich cool. Ich würde gerne angeln. Kann man das hier vom Steg aus? Müsste man doch dann machen können, wenn man einen Fisch sieht. Ist meine Angel? Da ist meine Angel. Aber ich sehe ja nirgendwo Fische im Wasser. Doch gesagt, man sieht Fische im Wasser. Also man würde sie sehen. Oh. Da? Da. Hier vielleicht? Also man kann so werfen, bewegen nicht, aber dann so wieder einholen. Okay. Den Fisch gesehen? Wie sehen denn Fische überhaupt aus? Also ich meine, wie ein Fisch aussieht, weiß ich natürlich, das ist klar. Aber ich frage mich gerade, wie Fische hier aussehen. Vielleicht bin ich am Fluss etwas glücklicher bei dem Fund. Ist ja Gott sei Dank auch gleich hier. Da ist, glaube ich, das war so ein schwarzes Dingsbums. Ja, das ist ein schwarzes Dingsbums. Da? Ja? Er piekt ihn an. Oh Gott, was muss ich machen? Okay, schnell A drücken. Klappt. Eine Karausche. Hörst du den Fluss karauschen? Ja, das ist ein karauschender Witz. Am besten trage ich diesen Fang gleich in mein Fangbuch ein. Da ist ja noch so ein kleiner Knupsi-Pupsi. Puff! Wen gesehen hat? Puff! Nee, es geht nicht so. Punk! Ach, der ist doch direkt neben dem Fisch ins Wasser gegangen. Punk! Jetzt aber. Tup. Tup. Und? Jetzt sit. Oh, wie süß! Ein Döbel. Auf zum Döbelhändler. Am besten trage ich diesen Fang in mein Fangbuch. Ein Döbel. Oh, da ist ja ein ganz großer. Will ich... Oh, daneben. Und hier? Hast du ihn gesehen? Komm schon. Zack. Der ist jetzt direkt neben ihm im Wasser. Komm schon. Jawohl. Punk.
Ja. Wow. Ein Barsch. Ob ich zu Barsch zu ihm war? Am besten trage ich diesen Fang gleich in mein Fangbuch ein. Oh mein Herrgott, hier kommen so viele Fische. Du kannst dich ja stundenlang hier beschäftigen mit Fischen. Ich habe auch noch genügend Platz für Fische. Was ist mit dir, mein Kleiner? Möchtest du auch? Und puff. Das war wieder falsch. Und puff. Das ist schwierig, wenn die so nah dran sind. Muss man so schräg gucken. Punk. Jawoll. Pop. Und pop. Ah. Komm schon, du gehörst mir, ganz alleine. Oh. Schon wieder Karausche. Ja, ich höre den Flusch karauschen. Es ist ein karauschiger Wich. Die soll... Ja, aber wenn Eugen in dem Museum doch nach Fischen sucht, sollten wir dem doch Eugen geben. Also zumindest nicht alle verkaufen. Ich weiß ja nicht, auch, ob die selten sind. Es sind bestimmt auch ein paar dabei, die selten sind von den Fischen her. Aber wir können noch so viele fangen. Wir brauchen erstmal Geld. Wir könnten uns erstmal darum kümmern, Geld zu bekommen. Nur die Fossilien, die kann Eugen haben. So, dann gehen wir jetzt mal in das Haus mit dem süßen kleinen Herzchen. Und verkaufen alles, was wir bekommen haben. Oh, hallo. Herzlich willkommen. Was kann ich für dich tun? Verkaufen. Ah, du möchtest etwas verkaufen, aber gerne. Was hast du da mitgebracht? Kirsche, Fisch, Kirsche, Fisch, Fisch, Kirsche. Nee, nicht die 1A-Kirsche. Die behalte ich. Die ist cool. Eine Austernschale. Das ist alles? Lass mich das mal kurz zusammenrechnen. Dann wollen wir mal sehen. 1046 Sterlis könnte ich dir dafür insgesamt zahlen, in Ordnung? Oh, abgemacht. Wow, also das Geld für unser Haus sollten wir theoretisch betrachtet recht schnell zusammenbekommen. Danke für deinen Besuch. Doch, das sollten wir hinkriegen. Palim, palim. Vielleicht können wir hier noch irgendwo ein bisschen budeln. Ausbudeln, umbudeln, abbudeln. Jemand was zum Budeln hier gesehen? Hi. Oh, ich wollte mich mit dir unterhalten. Kleiner Vogel. Schön, dich zu sehen, Honey. Hast du nichts zu tun? Womit kann ich dir behilflich sein? Unterhalten wir uns. Könnte ich dich wohl kurz stören, Honey? Wie findest du meine heutige Bekleidung? Ich bin sehr eil, wenn es um meine Kleidung geht. Also, wie findest du sie? Das sieht cool aus. Naja, bei... Naja, so das Schwarz zum Weiß vom Kontrast her. Oh, nicht ganz perfekt. Nur ein wenig perfekt. Beinahe perfekt. Ach, das muss mir reichen. Ich habe sehr hohe Standards, was mein Aussehen angeht, musst du wissen, Flau. Danke für das fast perfekte Kompliment, Honey. Jetzt bist du dran. Wieso trägst du nicht mal etwas Ungewöhnliches? Das hier zum Beispiel, Honey. Okay, danke. Berühre den Koffer auf dem Touchscreen, um dein Inventar anzusehen. Wähle dann die Kleidung, die du gerne anziehen möchtest. Anschließend berührst du Anziehen. Und dann werden wir wissen, ob dir das Raglan, ob dir der Raglan-Pulli steht. Okay. Ja, das Outfit ist fast perfekt. Es ist ein bisschen zu hart von der Kleidung her. Raglan-Pulli. Ach, der ist ja auch süß. Benötigst du etwas, Honey? Du kannst es mir ruhig sagen. Aber ich dachte, wir könnten über meinen Pulli reden. Wieso willst du mit mir nicht über meinen Pulli reden? Du hast auch nicht gesagt, dass ich perfekt bin. Und wenn du nicht sagst, dass ich perfekt bin, dann rede ich gar nicht mehr mit dir. Oh, mir ist langweilig. Wo ist denn nun deine neue Residenz, Honey? Etwas weiter weg. Also nicht in dieser Nachbarschaft? Eine gute Wahl. Diese Gegend wird mir langsam etwas zu angesagt. Aber egal, wo du wohnst, die Post kommt immer an. Wusstest du, dass du Post empfangen kannst? Jeder kann dir Briefe schreiben. Und du kannst und solltest uns auch fleißig Briefe schreiben. Das Papier holst du dir in Schlepp und Naps Laden auf unserer Einkaufsmeile. Dann schreib jemanden, zum Beispiel mir, und gib den Brief beim Postamt auf. Voila! Aber vergiss nicht, dass es hier braucht, ist, deine Briefe der ganzen Nachbarschaft zu zeigen. Also schreib bitte nichts, das nicht jeder wissen sollte. Das werde ich mir merken. Danke dir! Ach ja, Briefpapier. Da war...
Da war ja was. Noch ein Fossil. Ja, da hat sich das Buddeln gelohnt. Hallo Barry. Hallo Leonardo. Dann gehen wir jetzt noch zum Rathaus. Und holen uns dort das Briefpapier ab. Und dann sollte ich mein Bett mal in meinem Zelt aufstellen. Da muss ich wenigstens nicht mehr auf dem Boden schlafen. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Bing. Hallo Melinda. Oh, ist alles in Ordnung, Bürgermeisterin Honey? Falls du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, kann ich dir ein paar Ratschläge geben. Ja, bitte. Dann will ich dir mal ein paar Ratschläge für dein Leben hier in Pilzdorf geben. Oh, ach ja, richtig. Honey, hast du eigentlich schon mal einen Brief geschrieben? Alle Bewohner dieser Stadt lieben Briefe. Klar, das hatten wir schon mal. Mhm. Ja. Ja, danke. Brief, kannst du dich vorstellen, einfach mal wieder Hallo sagen oder schreiben, was immer du willst. Jeder freut sich, wenn er einen handgeschriebenen Brief von dir im Briefkasten findet. Manchmal freuen sich die Bewohner sogar so sehr, dass sie den Brief überall in der Stadt herumzeigen. Jeder könnte deine Briefe lesen. Schreib also lieber nichts, was andere Leute nicht wissen sollten. Öffne zunächst dein Inventar, indem du Y drückst oder auf den Koffer auf dem Touchscreen. Wähle dann das Briefpapier aus und wähle Brief schreiben. Als nächstes wählst du den Namen des Empfängers aus und schreibst dann deine Nachricht. Danach kannst du einen Gegenstand aus deinem Inventar als Geschenk an den Brief anhängen. Wenn dein Brief fertig ist, kannst du ihn im Postamt auf der Einkaufsmeile verschicken lassen. Das ist cool. Freue ich mich drauf, das möchte ich mal machen. Können wir ja im nächsten Part mal ausprobieren. Bis dahin, bye!